Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Transport FIFA Projekt 2000 Europe Edition. Wir stehen an der Öresundbrücke, die ich jetzt einfach mal gebaut habe hier. Habe ich offscreen gemacht, Entschuldigung, aber damit das auch so parallel war, das war eine ganz schöne Arbeit. Ich wollte nämlich eigentlich auch erst dafür sorgen, dass wir das doch hier nebenan kriegen, die Bahnstrecke und so. Aber so geht's auch. Ich finde es so vom Design her auch nicht schlecht. Hier haben wir so die Öresundbrücke mit der Bahnstrecke direkt daneben. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was gebaut, so ein bisschen so eine Überlandbrücke über die Autobahn rüber. Und den Rest hatten wir ja in der letzten Aufnahme gebaut. So, das könnten wir uns nochmal angucken hier. Finde ich gar nicht schlecht, so mit diesen langen Auffahrt auf die Brücke. Und dann geht es hier runter in den Kopenhagener Hauptbahnhof. So, wir wollen in dieser Folge, wie gesagt, diese Strecke noch zu Ende bauen. Dafür müssen wir noch nach Aarhus. Hieran vorbei, hier würde ich eventuell sogar einen Bahnhof bauen, hatte ich mir überlegt, weil hier wahrscheinlich später auch Gebäude gebaut werden. Könnte man später hier auch auf der Insel noch einen Bahnhof bauen. Ich weiß nicht, ob das, aber ich denke mal, dass das schon passieren wird. Dann können wir hier noch so einen kleinen Bahnhof bauen. Was haben wir denn da? Zwei Gleise, bitte. Eigentlich brauchen wir auch wieder die 320 Meter, ne? Wo wir müssen die alle Züge erhalten lassen. Geht das sogar? Nein, finde ich zu lang, finde ich nicht passend. Nehmen wir mal, keine Ahnung, 160 Meter. 200 Meter wird doch reichen, genau. 200 Meter hier noch so einen Bahnhof bauen. Sehr gut. Dann müssen wir hier nur eine scharfe Kurve bauen. Aber gut, das ist ja eh nicht so schlimm. Die kommen eh dafür gerade auf den Bahnhof. Dann ist halt dieser Abschnitt der Strecke nicht ganz so schnell. So, dann müssen wir hier ran vorbei, über eine Brücke. Ein bisschen höher vielleicht, damit wir vielleicht noch was unter durchschicken können. Ich habe jetzt überlegt, ob wir hier in den Tunnel reingehen. Aber dafür ist die Brücke, würde sich einfach besser anbieten. Schaffen wir gar nicht im Tunnel, weil das hier schon so hoch rüber geht. So. Ich glaube, das muss leider nochmal weg hier. Dann nochmal ein bisschen höher. Ja, genau, angleichen. So. Dann würde ich hier aber eine modernere Brücke nehmen. Eine neuere. Was haben wir denn hier? Vielleicht sowas. Na, die haben wir hinten, glaube ich, schon. Bei der Öresundbrücke. Lass uns hier mal. Das sieht auch nicht aus. Obwohl, ich finde das hier auch irgendwie cool. Das Problem, wir werden da niemals runterschaffen, oder? Wir werden es hier niemals runterschaffen bis zu dem Bahnhof. Ne, ich habe mir jetzt fast gedacht. Steigung zu groß. Da müssen wir also ein bisschen hier schon runtergehen. So, jetzt aber. Sehr schön. Hat aber auch was. Ich finde die Brücke auch nicht schlecht. Ich mag diese Brücken auch manchmal. Man muss nicht immer diese modernen Brücken nehmen. Auch wenn ich es auch schön finde. Wahrscheinlich schaffen wir es nur jetzt hier nicht in das Gleis rein, ne? Obwohl doch, es geht ja schon über eine Weiche. Können wir ja eine Brücke über eine Brücke machen. Hab nicht dran gedacht. Ach cool, guck mal an. So. Nee, das sieht nicht aus. Dann müssen wir den Teil der Brücke nochmal wegnehmen. Können wir den hier auch noch wegnehmen? Nein, wir können das nur... Okay, dann müssen wir mal so. Ziehen das zumindest nur bis hier so lang. Genau. Das sieht auch doof aus, wenn das eine, obwohl, wenn das eine ein bisschen länger ist, so schlimm sieht es nicht aus. Kann man machen. So. Brückenpfeiler-Kollision, jetzt geht das nicht mehr. Okay, nehmen wir da noch ein bisschen was weg. Gehen dann aber zumindest bis hierhin. Sehr schön. So. Wir können dann die anderen Strecken da mit drauffügen. Da müssen wir wahrscheinlich diese andere Strecke jetzt hier untertunneln. Also, dass ich sage sozusagen, dass die, wenn die eine Straße lang bauen, dass wir die unter durchbauen. Das geht natürlich auch. So, das lassen wir mal machen hier gleich mal, bevor wir es dann nachher vergessen, der Stadt auch die Straße wieder zur Verfügung zu stellen, damit sie schön wachsen kann. So. Runter bitte. Ja, so, ist doch gut. Genau, und dann binden wir das hier hinten mal an. Hat was, ja, kann man machen. Dann fahren die ja so drunter hier oben, für die Bahn entlang. Dann hinten geht es weiter nochmal über eine Brücke. Dann würde ich sagen, können wir direkt hier auch so rangehen mit der Brücke. Ich will mich hier anlehnen, nicht hier drauf gehen auf die Strecke. Na gut. Wollen wir hier auch so rüber? Ja, komm, lass uns dann so rüber gehen. So, was nehmen wir hier für eine Brücke? Vielleicht mal ein bisschen modernere. So, lass uns die nehmen. So ein bisschen Schnellfahrbrücke eher, aber gut. 200 ist ja auch schon eine gewisse Geschwindigkeit. Dann geht's hier viergleisig ran vorbei, würde ich sagen. In Richtung Aarhus. Wo sich dann die beiden Linien treffen.
Müssen wir natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen was wegnehmen. So leid mir das tut. Ja, wir müssen hier durch, sorry, Liebe. Und da muss auch was weg. Ja, muss leider weg. Dann müssen wir das hier nochmal anbinden, machen wir ein bisschen direkter, so. So, passt, sehr schön. Dann haben wir die Anbindung hier auch und dann müssen wir hier mal direkt abzweigen. So. Hier und jetzt weiter geht's in Richtung Strecke. Ja, also die Strecke wird bestimmt interessant zum mitzufahren, was wir auch gleich machen werden, wenn wir sie, wie gesagt, fertig haben. Und so lange dafür dauert das ja nicht mehr. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen die Bahnhöfe überarbeiten, dass sie auch Oberleitung bekommen. Ich glaube, ich habe nämlich jetzt vergessen, in die Bahnhöfe die Oberleitung einzuschalten, beziehungsweise der hat über Oberleitung, der Hauptbahnhof von Kopenhagen, der Hauptbahnhof von Stockholm auch. Das ist natürlich jetzt überall das DB-Zeichen dran, aber ich habe leider nur diese Bahnhöfe und die finde ich halt ganz schick. Wir können die von Oberberg, ich glaube, die heißen Oberberg oder so, diese Oberberg-Paket, also wo die so ein bisschen bergischer aussehen, die Bahnhöfe auch nochmal installieren. Das Problem ist, da gab es irgendwie Probleme mit, als ich den versucht habe, drauf zu spielen. Mal gucken, ob ich die auch noch reinkriege. Haben wir noch ein bisschen mehr Auswahl. So. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal eine Mitfahrt. Ich überlege gerade, wo wir unser Depot am besten hinbauen. Vielleicht hier nach Stockholm oder hinten nach Dings. Komm, wir bauen das hier hinter Stockholm, würde ich sagen, so ein Depot. Was können wir dafür eins nehmen? Oh, das könnten wir auch mal irgendwie als Brücke nehmen. Wollen wir nochmal irgendwo das hier als Brücke nehmen? Hier vielleicht? Hier so ein bisschen. Zwei Gleise mit zwei Bögen. Drei Bögen. Ja, bei der Brücke wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil wir dann runtergehen müssten. Hier mit zwei Bögen rüber. Ja, komm, das können wir machen. Dass wir zumindest die Brücke auch nochmal verwendet haben. Die habe ich nämlich die ganze Zeit vergessen immer gehabt. Und jetzt könnten wir sie wirklich mal nutzen. So. Bisschen höher. Mal so machen. Ja. Ach, wir hätten hier mal schnell Schnellfahrgleise draufbauen können. Aber egal, dann haben wir hier mal ein bisschen langsamere Gleise. Oh, das ist aber sehr niedrig, die ich jetzt gebaut habe. Ne, wir müssen nochmal ran. Ja. Noch ein bisschen höher vielleicht. Wo haben wir sie jetzt gehabt? Da bei den Schienendepot, glaube ich, genau. Jetzt mal so gehen. Das ist schon besser von der Höhe her. Ja, komm, probieren wir es mal. Schaffen wir das? Ne, da ist natürlich die Steigung zu groß. Das war mir fast klar. Aber wenn wir jetzt zum Bahnhof ausgehen, könnte das doch funktionieren. Ja, geht. Sehr cool. Oberleitung, ja. Zugdepot Kopenhagen, ja, aber da werden wir leider keine Züge rausschicken können. Das ist ein Zugdepot, das ist ja nur reine Deko, aber wir haben halt diese Brücke immer vergessen. Die kann man natürlich auch mal hier mal anwenden als Brücke. Nein. Da möchte ich gerne einen Übergang haben. Was könnte denn da passen vom Übergang her? Wir hatten auch, glaube ich, so einen einzelnen Übergang, der passt. Wir können eigentlich auch so ein, das hier Zug bauen hier. Vielleicht das, was gerade war. Oder das finde ich eigentlich passend. Ja. Lass uns das nehmen. Eigentlich können wir dann hier auch mal die. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie unschön, wenn einmal schneller und einmal lang. Obwohl es geht. Können wir auch lassen. Weil hier auch, wenn wir hier ein bisschen langsamere Gleise. Oder wir nehmen hier drauf schnelle Gleise drauf. Hochgeschwindigkeit. Ja, danke. So, sehr cool. Ich finde, die hinten die Autobrücke müssten wir dann nochmal überarbeiten. Das finde ich ein bisschen komisch, dass die eine so hoch ist und die andere so niedrig. So. Dann geht das hier rüber und dann fahren wir hier an den Bahnhof und dann geht es hier ran vorbei. Das ist cool, die Strecke ist ganz cool. Na, hier ist dann durch den Tunnel, dann geht es hier weiter durch. Hier oben einmal durch den Wald. Wir haben 10 Minuten. Lass uns noch ein bisschen Strecke verschönern, bevor wir Mitfahrt machen. Vielleicht machen wir das auch erst in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir dann mal überlegen.
Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich will noch ein bisschen die Strecke verschönern. Leuchtturm. Komm, den stehen wir doch gleich hier hin. Hier an die Bahnstrecke, komm. Hat was, oder? Hier am Leuchtturm vorbei. Einfach nur, um die Strecke ein bisschen zu verschönern. So. Würde ich sagen, hier so ein kleiner Weg vom Leuchtturm auch weg. Fußgängerweg, Pflaster, nein. Ich leg mein Handy mal zur Seite, das vibriert wieder die ganze Zeit, weil mich ja mega viele Leute wieder anschreiben. Das ist wirklich so, das ist irgendwie immer nur in den Aufnahmen, sonst kriegt man stundenlang keine Nachricht, aber in den Aufnahmen dann schon. So, Kiesweg, Teerweg. Ja, so ein Teerweg, der hat ganz cool. So. Uns hier mal ein bisschen das dann gleichen, dass der Teerweg ein bisschen besser aussieht. So. Genau so, sehr gut. Dann sollten wir nämlich hier aber nicht nur sowas bauen, weil das ist ja schon eine wichtige Verbindung hier, dass wir hier wirklich eine Schranke setzen. Ja. So, sehr cool. Gefällt mir mit dem Leuchtturm hier. Ja. Dann könnte man hier natürlich einen Parkplatz ranbauen auf der anderen Seite. Das ist so ein kleiner Parkplatz. Haben wir nicht so kleine Parkplätze? Haben wir, ja. Irgendwie habe ich das hier. Wenn ich sie jetzt finde auf Anhieb. Vermutlich nicht. Wo habe ich sie denn? Nee, leider nicht. Dann lasst uns zumindest hier das mal angleichen und hier so eine Straße. Oh, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht. Muss ich das nochmal ran. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal in eine normale Straße rein. Dass wir hier sozusagen so eine kleine Straße nehmen hier. Kleine Landstraße vielleicht. Wo haben wir denn eine kleine Landstraße hier? Tiny Country Road, Kleinlandstraße, da haben wir es. Ne, will nicht. Das würde dann wiederum gehen, hier so eine Kiesstraße. Steigung zu groß, okay. Ja, dann bleiben wir einfach bei dem Teerweg und bauen ihn noch so ein bisschen hier hoch, an den Weg. So, wieder zurück scrollen. War der Pflasterweg, Teerweg, da haben wir es. War das der Teerweg, den ich meinte? Ja, war es, glaube ich. Ja, sehr schön. Geht der hier durch den Wald? Ja, kann man so machen, denke ich. Ist zwar nur für Fußgänger, da wird nie einer langlaufen. Vielleicht können wir sogar einen Besuchermagnet da hinten reinsetzen, dass hier so ein paar Leute entlaufen dann. Naja. Auf jeden Fall cool. Mit dem Leuchtturm, gefällt mir. Dass wir noch ein bisschen was Schöneres haben an der Strecke. Noch irgendwas, was wir gut setzen könnten? Also Kleinigkeiten. Man kann ja später immer noch Schönbau machen, aber ich wollte es ja eigentlich mit dem Schönbau hier auch nicht übertreiben. Aber so ein bisschen kommt man halt immer dazu. Schwedische Burg. Gibt es in Schweden so Burgen? Ne, die will ich eher nach Deutschland setzen oder so. Finde ich dann eher passender. Gibt es wahrscheinlich in Schweden auch, aber finde ich dann eher so passender. Was ich noch machen wollte, was mir gerade einfällt, ich wollte hier hinten noch eventuell einen kleinen Flughafen hinsetzen, hatte ich mir gedacht. Könnte man ja dann auch direkt daneben setzen hier. Kleiner Flughafen, so eine kleine Piste nur. Um hier so ein paar kleine Flugzeuge landen zu lassen. Wollen wir die hier hinter mit hintersetzen? Das können wir machen, denke ich. So. Dann können wir vielleicht den einen oder anderen Flug auch noch zumindest nach Hamburg, nach Dings hier anbieten. Ihr wisst schon, Frankfurt. Medium Historic Street. So, große Straße. Komm, wir können mal eine große Straße hier anbinden. Da so. Komm, bis zum Flughafen können wir das mal machen. Dann über eine kleine Stadtstraße binden, das an der anderen Seite auch noch an. So. Dann könnten wir uns hier vielleicht überlegen, ob wir uns auch bald noch um den Nahverkehr kümmern. So. Sehr gut. Dann müssten wir hier natürlich noch eine Strecke bauen, dass die hier auch ausweichen können. Dass sie ein Gleis benutzen können hier.
Signale müssen wir natürlich noch setzen. Das machen wir jetzt schon mal. So. Ach nee, nicht die alten. Die wollte ich. So, würde ich sagen, hier vom. Ich bin ja so ein Fan von vorm Brücken, nachher Brücke. Reicht das von Abstand her? Ja, würde ich sagen. Dann hier. Dann da, würde ich sagen. Dann hier vom Tunnel. Dann das nächste Mal. Ja, das ist ja ein Bahnhofsignal sozusagen. Können wir hier ein Signal wieder hinsetzen und wenn die beiden Strecken hier zusammengeführt werden. So. Dann würde ich als nächstes hier noch eins hinsetzen, hier zwischen. Und hier vielleicht auf der Brücke auch noch ein. Das ist natürlich eine lange Strecke jetzt hier. Länger als hier. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, ob das sich dann trotzdem ein bisschen verteilt. Ja, wir wollten jetzt ein Depot bauen. Deswegen war ich die ganze Zeit dabei, eigentlich ein Depot zu bauen. Aber man sieht mal, wie man will, lässt sich schnell ablenken. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. 15 Minuten Mitfahrt, das wird bestimmt ein paar Minuten dauern, bis wir die Mitfahrt durch haben. Was nehmen wir denn hier für ein Depot? So eins? Bin nicht passend. Zugdepot. Aha, aus Holz oder was? Interessant. Interessant. Das geht natürlich auch. Ah ne, das ist für klein, das ist für. Dann lass uns doch glatt hier doch so eins nehmen. Schmalspurbahn. Könnte man eigentlich auch nochmal irgendwie bauen. Mal gucken, was man da baut. Vorleitung, ja. Schon so ein bisschen dazwischen geht, dass man die beiden Seiten anbindet. So. So, hätte ich jetzt gedacht. Ist natürlich der an der anderen Seite angeschlossen, aber es, denke ich, geht. Dann können die ja immer noch ausweichen auf die anderen Gleise hier. So, ach ja, wir können ja auch so, ich bin so schlau, dafür können wir es jetzt super nutzen. Hier Doppelweiche. Dann können die hier auf alle Gleise drauf fahren. So. Dann müssen sie natürlich warten auf die anderen Züge, falls er immer noch eine Strecke benutzt. Depot ist natürlich erstmal die unwichtigste Strecke. So, dann würde ich sagen, kaufen wir unsere Züge auch gleich schon mal. Ich werde euch gleich mal zeigen, welchen ich da nutzen werde. Ein schwedischer Schnellzug. Ist das Stadler? Oder was ist das für einer? Hat das ein Flirt? Ist auf jeden Fall ein Triebwagen und so ein einstöckig. Ich könnte sein, dass es ein Flirt war. Wir werden es sehen. Triebwagen, einstöckig, elektrisch, bitte. Die habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Die gibt es ganz, ganz lange. Seit ganz am Anfang von Transportfieber gab es den schon. Und habe die aber nie eingesetzt. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Stadler Flirt tatsächlich. MTR Express. Designed by Operate in Schweden bei MTR. Den würden wir nehmen. 2, 3, 4. 4 reicht das mal auf der langen Strecke? Ja, wir gucken mal. 4 reicht das mal, würde ich sagen. Vor 5, komm, jetzt bin ich doch 5, ist doch besser. Dann reicht es aber auf jeden Fall. Dann nehmen wir eine neue Strecke, bitte. So. Starten hier oben. Starten hier, gehen hier hin. Dann geht's hier hin. Dann geht's wieder in die Gegenrichtung. Schweden. Und Stroberg. Sehr schön. Haben die den überall zweigleisig eingestellt? Ja, passt alles. Sehr schön. Hat er direkt gemacht. Linie 10. Dann nennen wir das mal Intercity. Ist das trotzdem, ich würde es trotzdem Intercity nennen. Intercity. Ar. Wie schreibt man Aarhus da schon mal? Aalborg ist es übrigens nicht Aarhus. Aarhus gibt es auch in Dänemark, aber das ist eine andere Stadt. Ich hätte auch nachgucken können, bei Aarhus steht ja unten runter. Ich bin so schlau und gehe zur Stadt und gucke nach. Na egal. Storuman. Okay. Storuman. Sehr schön.
Intercity Aberg Storoman. Fahre ich schon raus. Ach, die muss ich noch einmal zuweisen. Intercity Aberg Storoman. So. Dann wollen wir uns den mal angucken, unsere neuen Züge. Hup. Sehr schick. Schaffen 200 km/h, wie gesagt. Das ist eine relativ schnelle Variante des Shuttle-Flirts. Ich glaube, sonst habe ich noch keinen Flirt gesehen, der irgendwie 200 schafft. Sonst schaffen wir bei uns immer halt nur 160. Aber gut. So. Ich würde auch in Alois losfahren. Dann lass uns noch mal ein bisschen schneller abspielen. Was wir in der Zeit mal machen können. Wir können mal anfangen, ein paar Flugzeuge zu kaufen für unsere Strecke nach Dings hier. Da würde ich mal so kleine Flugzeuge kaufen, damit ja nicht immer so die großen ankommen. So eine kleine Propellermaschine oder sowas. Jak 40 aus dem Jahr 1968 wäre natürlich cool. Wäre eine Möglichkeit. Kanada? Kanada? Passt nicht wirklich. Was ist denn UTR? Wahrscheinlich irgendwie russisch oder so, ne? Jetzt haben wir hier nur die ganzen dicken Jumbo-Jets. Die suche ich aber nicht. So eine kleine will ich da fliegen lassen. Die hat DHC-7. Und die wäre natürlich cool. Haben wir die als normales Modell? Haben wir die gar nicht, ne? Nordkorea, ja, genau. Schön. Ich weiß nicht, was UTR ist. Wahrscheinlich irgendwie russisch oder so. Ich würde die trotzdem mal als UTR da einsetzen, weil ich die halt mega cool finde. So. Neue Linie von Stroman nach Frankfurt. Stroman Frankfurt. Flugzeug. Sehr schön. Dann gucken, gehen wir noch einmal zum Flughafen hier von Storoman. Ich spreche es wahrscheinlich immer völlig falsch aus. Ich kann kein Schwedisch. Storoman. Ich kann wirklich kein Schwedisch, aber so würde ich es auf deutscher Aussprache halt aussprechen. Die sehen aber echt cool aus. Ich mag die Maschinen hier mit den Propellern. Ich weiß nur halt nicht, wo die fliegen. Naja gut, fliegen sie jetzt halt von Schweden nach Deutschland. So. Und die fahren langsam auch alle los. Die müssen hier noch warten auf den anderen Zug. Steht denn einer aus? Da ist natürlich... Boah, ist hier Intercity überlastet. Fährt der überhaupt? Nee, der fährt nämlich nicht. Guck das mal an. Haha! Ich dachte gerade, warum fährt der denn nicht? Ah, einer steht hier falsch rum. This one steht falsch rum. Warum auch immer. Wir schauen mal eben nach, ob alles mit der Linie in Ordnung ist. Ja, soweit schon. Na gut, der fährt ab jetzt. So. Dann hoffentlich löst sich dann der Knoten da hinten auch wieder ein bisschen auf. Oh, ich finde das geil mit den Brücken hier. Das hat irgendwie mega was. Dann hier noch über die Brücke und dann hinten an der Öresund. Total cool. Dann würde ich sagen, steigen wir, wenn der hier im Bahnhof von... Die sind aber auch wieder so ewig laut, die Züge, ne? Na ja, gut. In Aarhus end steigen wir da ein und fahren da mit. Da kommt doch gerade der Intercity. Wenn wir Glück haben, fahren die dann beide parallel ein, beziehungsweise der Intercity auch bei der Einfahrt hier nach Dänemark. Wir haben leider wirklich keine dänischen Züge. Ich hätte gern die dänischen Züge mit dieser Gumminase. Wie heißen die denn? Diese dänischen IC2s. So. Dann lass uns hier mal einsteigen, würde ich sagen. Einmal alles einsteigen und los geht's. Ich nenne ihn jetzt einfach Intercity. Ich weiß nicht genau, wie dies in Schweden bezeichnet wird, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Intercity. Meine Damen und Herren, willkommen mit Intercity auf der Fahrt nach Storuman über Kopenhagen und Stockholm. Unser nächster Halt ist Kopenhagen Vorstadt. Ich habe sie einfach mal Vorstadt genannt, ich wusste es nicht genau, weil da steht jetzt natürlich Abzweigung. Finde ich jetzt vom Namen her unschön. So. Aber sonst sieht das schon cool aus mit der Brücke. Natürlich langsam, wie die auf die Brücke drauf fährt. Aber so schnell kann sie eh nicht fahren.
Den Bahnhof haben wir doch gar nicht eingebaut. Das ist ja Kopenhagen Hauptbahnhof. Oder? Fällt der jetzt hier vorne auch? Ich glaube, die Station haben wir echt noch nicht eingebaut. Da müssen wir gleich nochmal einbauen. Aber die brauchen wir mit der Arena nicht. Ich glaube, der rastet hier mit noch durch. Ja, tut er. Ich korrigiere, nächster Bahnhof Kopenhagen Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt geht's hier auf die Brücke. Ja, jetzt ein bisschen bergauf, aber sonst hätten wir den Anschluss da nicht hingekriegt. Auch cool. Gefällt mir auch. Vom Brückendesign her. Und dann geht's hier in den Kopenhagener, ehemalig Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich weiß aber nicht, dieses rote Backstein finde ich irgendwie passt zu ganz Skandinavien. Ist überhaupt Backstein oder ist das verputzt? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses. Nee, ist Backstein, glaube ich. Und das finde ich irgendwie passt irgendwie zu Skandinavien, deswegen habe ich es auch gemacht. So. Wir begrüßen auch alle zugestiegenen Fahrgäste auf der Fahrt nach Storuman. Unser nächster Halt ist Stockholm Hauptbahnhof. Jetzt geht's hier über die Öresundbrücke. Auch sehr, sehr cool. Ich finde das geil, dass man so die, wenn die immer Autos fahren, dann sieht das bestimmt geil aus, dass man die Autos dann hier auch sieht. Man muss, das habe ich nämlich probiert, dass sie auf derselben Ebene, auf derselben Höhe sind. Und jetzt geht's hier rüber. Dafür dürfen wir hier nur 160 auf der Brücke. Die Brücke ist begrenzt. Aber wir werden nachher Richtung Storuman bestimmt mal die 200 ausfahren. Gleich im Tunnel wahrscheinlich auch. Nochmal ein Gegenzug. So, jetzt aber. Gibt der Gas. 200 wird er wahrscheinlich bis Stockholm sogar noch schaffen. Es gibt nämlich einen langen Tunnel. So, dann sind wir jetzt bei den 200. Sehr cool. Ah, der Tunnel ist echt lang. Ah, da geht es raus. So. Nächster Halt, Stockholm Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Warum warten die schon Leute, die hier tatsächlich eine Beute? Ich glaube, die Leute, die entweder wollen nach Storuman oder die fliegen ja mit dem Flugzeug weiter. Also ein paar Leute warten hier schon in Stockholm. So. Sehr cool. Dann geht's jetzt weiter in Richtung... Wie gesagt, Storuman. Wir begrüßen alle zugestiegenen Fahrgäste auf der Fahrt nach Storuman. Nächster Halt ist dann auch Storuman Hauptbahnhof. Und gleich geht's noch an unserem kleinen Leuchtturm vorbei. Ja, die Strecke ist schon eine schöne Strecke, meiner Meinung nach. So über die Öresund und dann später noch an diesem Leuchtturm vorbei. Gibt hässlichere Strecken. So, und wie gesagt, tunnellastig, aber es sind halt viele Gebirge hier. So, ich hatte vor kurzem auch wieder die Frage, warum ich denn keine europäischen, keine deutschen Masten hier einbaue. Ich finde, dass eine europäische Karte ist, irgendwie doof, wenn hier überall nur deutsche Masten rumstehen. Deswegen auf deutschen Karten gerne deutsche Masten, auf einer europäischen Karte dann eher vielleicht eher nicht. So. 200, aber die 200 wird er nicht halten, weil nachher nämlich wieder, muss er wieder bremsen vom Leuchtturm da. Ist sogar ganz sinnvoll, dass er hier abbremst, weil hier, wie gesagt, dieser Bahnübergang da vorne, mit den, wo die Leute rübergehen, da sollte vielleicht... Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland darf man hier nur 160 Bahnübergänge bauen. Aber sonst ist das schon cool, die Strecke hier. Geht's hier nochmal über eine Brücke. Und dann... gleich weiter in Richtung zum Hauptbahnhof. Jetzt geht's nochmal hier nochmal über eine kurze Brücke. Also ich finde die ziemlich abwechslungsreich. Was immer ganz interessant ist, als dieses Schnöde geradeaus. So. Nächster Halt, Storuman Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So.
Sehr, sehr cool. 30 Minuten 23. Dann würde ich sagen, gucke ich noch einmal ab hier. Ein paar Leute fliegen ja auch schon mit. Würde ich sagen, mit dem Zug, der hier wieder aus dem Bahnhof ausfährt, verabschieden wir uns dann auch. Da verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss.